herzlich willkommen zu diesem Video und Danja! Überraschung für mich, Überraschung für mich. Leute, wir sind mal wieder im Trampolinpark. Heute alleine! Alleine, genau, das kommt hinzu. Wir sind heute den ganzen Tag alleine im Superfly in Bielefeld. Erstmal vielen Dank, dass wir hier drehen dürfen, ja, dass ich hier Danjas Überraschung filmen darf. Und Leute, also für weitere Infos gerne die Infobox abchecken, die Beschreibung. Und das ist das erste Video, natürlich von ganz vielen. Und heute starten wir das mal, indem wir einfach ein bisschen alleine hier im Trampolinpark sind. So, kommt mal mit. Oh, ich liebe diesen Trampolinpark, ja. Vorsicht! Oh, ist das schön. Okay. Danja, bist du bitte vorsichtig? Ich bin vorsichtig. So, Danja, wir sind jetzt hier im Trampolinpark, haben den ganzen Tag für uns alleine. Du springst hier rum. Ich habe ein bisschen Angst, dass du dich verletzt. Ja, ich auch. Wirst du aber hoffentlich auch nicht. Danja, wir sind jetzt hier im Trampolinpark und ich würde mal heute... Ja. Dass du einfach mal so tust, als wärst du so voll die Trampolinexpertin, ne? Als wärst du eigentlich jeden Tag hier. Okay, komm mal. Stell mir doch mal diesen Trampolinpark ein bisschen vor. Genau, also okay, hier kommt man rein und hier ist so eine Dingsbums, da wird man so begrüßt, so, damit man hier nicht zu lange im Trampolinpark ist, weil Kahn kommt hier nämlich sonst nicht raus. True. Und hier, ja, das ist quasi ein großes Bett, ja. Zeig mal. Also, ja, genau, also es ist quasi so, hier kann man drauf schlafen. Und egal, wo lang man sich rollt, man fällt nie runter. Ist wahrscheinlich auch gut, weil es stinkt wahrscheinlich nach Füßen hier. Genau, ne? Also das ist genau wie bei dir zu Hause. Genau, das ist dann so beruhigend. Und es ist halt wie ein Wasserbett, nur viel besser. Ja, das stimmt. Wenn du in der Nacht halt aufstehst, ja, wenn du in der Nacht halt aufstehst, weil du Angst bekommst, ja, oder so, dann kannst du halt voll schnell wegrennen vor den Geistern oder was auch immer. Ja, okay. Und dann machen wir weiter. Hast du hier direkt nebendran quasi... Womit du den Morgensport direkt machen kannst nach dem Aufstehen. Ja. Sind hier direkt Trampoline. Ja, warte, ich gehe ein bisschen weiter zurück. Und hier kann man im Prinzip alles machen. Man kann, ja, springen, man kann joggen gehen. So hier. Ja, oh, warte, ich will auch joggen gehen. Übernimm mal kurz, ich zeig dir mal meinen Joggen. Okay. Ich zeig dir das mal, aber dafür filme ich am besten von hier vorne. Ja, ich weiß. Von da vorne. Ich weiß, was jetzt gleich kommt. Du kennst es. Ich freue mich schon drauf. Der Kahngang. Warte. Großartig. Wundervoll. Ja. Also wenn man das tun möchte, kann man das tun. Oder so, oder so. Bin ich schon aus der Puste? Bin ich schon aus der Puste, korrekt. Sehr gut. Machen wir weiter, Frau... Trampolin-Expertin. Ja, jawohl. Genau. Also, dann ist es ja auch so, wir wissen ja alle, manchmal ist es einfach so, Stau oder sowas, ja, auf dem Weg zur Arbeit oder Bus fährt nicht mehr oder so. Und dann muss man immer so ein Gebirge erklimmen. Und deshalb kann man hier gleich nach oben. Ah! Ja, also für Leute, die das können, das ist toll. Für Leute mit meinen Ärmchen, ihr seht, ich bin eher so der Typ fürs Joggen. Bizeps ungefähr wie viel? 2 Meter? Ja. Ja, sehr gut. Also, hier kann man dann quasi den beschwerlichen Schulweg üben. Eure Eltern haben euch das bestimmt schon erzählt. Ja, okay, langweilig. So, wir machen weiter. Das ist mir ein bisschen zu langweilig, Frau Trampolin. Moment, ja, spring runter. Und wenn man dann soweit ist, dann kann man einfach den hier machen. Schön. Wundervoll. Oh, oh Gott. Sehr schön, Danja. Ja, ich bin sehr sportlich. Ja, weißt du, was mir auch auffällt? Besonders, wenn man hier reinfällt, ne? Ja. Da rauszukommen ist... Das ist das Anstrengendste. Das ist das Anstrengendste von allen. Alles. Man kann springen und alles, aber das ist das richtige Workout. So, kann ich dir die Kamera mal übergeben? Ja, oh ja. Alles klar. Okay. Gut. Ich hatte irgendwie gedacht, er macht jetzt das hier. Also, guck mal, es gibt einmal die große Rutsche da oben. Ja. Und dann gibt es einmal eine Rutsche nur für mich. Beziehungsweise, das ist, glaube ich, gar keine Rutsche. Rutsche. Da musst du hochlaufen. So, mal gucken, ob ich das schaffe. Gut gemacht. Das sah auf Kamera auch irgendwie gar nicht schwer aus. Ja, weiß ich.
Und man kann, glaube ich, kann man von da runterspringen? Ich glaube, ne? Oh, ist das cool. Ey, ich sag dir ganz ehrlich, alleine im Trampolinpark ist eigentlich das Coolste, was man machen kann. Sag mal ehrlich jetzt, ganz kurz, Sanja. Ja. Ist das eine gute Überraschung oder nicht? Eine super Überraschung. Sei ehrlich. Ja, ich liebe das. Okay, dann ist auch Teil meiner Überraschung, dass du auch nur 20 Minuten hier bleiben darfst. Spaß! Hallo! Das war Spaß. Willst du vielleicht hier runterspringen? Oh ja, willst du vielleicht hier runterspringen? Ja, komm. Das schaffst du. Ja, da muss man natürlich vorsichtig sein, aber nein, alle Sicherheitsvorkehrungen wurden hier durchgezogen. Ich kann mir überlegen, wie war denn das? Rückwärts? Rückwärts? Ich weiß es nicht. Du kannst auch von einem drunter, ne? Du musst dich von ganz oben. Ja, hier. Nimm mal. Zeig mal. Also ich würde das natürlich auch machen, weil ich mich das traue. Du musst das in einem Video von mir dann noch machen, Karl. Ja, im Sitzen sonst. Versuch mal im Sitzen. Guck mal, wie ich die Nase zu halten. Warum halt? Sie geht einfach schwimmen. Danja geht einfach schwimmen. Ja, Danja geht einfach schwimmen. Warum auch nicht? Ich würde vielleicht, also die große Rutsche hast du ja gesagt, willst du eigentlich... Das machen wir wahrscheinlich bei dir, ne? Ja. Ja, okay. Aus diesem Grund möchte ich das... Ach so, ja, natürlich, Entschuldigung. Ich würde ganz gerne zumindest anteasern, was wir hier haben. Ja. Guck mal. Ich will nicht drücken. Ich will auf den Wasser drücken. Aber jetzt schon? Aber du hast doch kein... Nein, das kommt in einem anderen Video. Danja? Nein, nein. Ich bin... Das ist ein roter Wasser. Ich möchte da drauf drücken. Ja, gleich. Also später auf jeden Fall. In einem anderen Video. Also heute haben wir tatsächlich wirklich... Den ganz, ich sag's oft, aber Danja, wir haben den ganzen Trampolinpark heute den ganzen Tag für uns alleine. Ja. Ne? Nein, lass es. Stop it. So, willst du es versuchen? Ja, komm, let's go. Oh nee, das schaffe ich nicht. Das doch, versuch es. Ich glaube aber, fangen wir von der anderen Seite. Nee, ich glaube, wir fangen von hier an. Versuch es doch mal, Danja. Nee, mach du mal zuerst. Aber ich kann das doch. Ja, mach du mal zuerst. Mann, ey. Ich kann das. Ah, die bewegen sich ja gar nicht so doll. Guck mal. Wundervoll. Das ist ein bisschen schwieriger. So. Juhu! Ja, das ist tatsächlich, also damit habe ich wirklich meine Probleme. Ich glaube, da muss man ein bisschen schneller drüber, aber gut. Ich hätte mich da jetzt einfach drüber gerobbt. Was hast du gerade gesagt? Viel Spaß, habe ich gesagt. Ja, ich versuche das jetzt mal, weil ich es beim letzten Mal überhaupt nicht hinbekommen habe. Und zwar hier an die Wand springen. Das ist extrem heftig, muss ich sagen. Extrem heftig? Ja, das ist schon krass. Okay, hand me. So, ja, warte, man sieht hier zum Beispiel auch die Fußabdrücke. Das ist so eine kleine Hilfe, glaube ich. Ja, helfen würde mir das jetzt persönlich zum Beispiel nicht. Ich glaube auch nicht. Also im Endeffekt wurde uns das so beigebracht. Also ich glaube, einmal hier fallen lassen, so. 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 Oh Gott. Ja. So halt nicht. Also natürlich all das, was wir hier machen, das können die Profis natürlich deutlich besser. Zum Beispiel Damian. Ja. Ich weiß aber echt nicht, ich glaube so nah wie möglich war, ich weiß es nicht. So. Ich kann es nicht. Schon okay, Karin, man muss ja nicht alles können. Doch. Versuch 578. Mann! Einsetzen des Wahnsinns. Also es federt hier auch ganz gut, aber ihr seht es, ich krieg's einfach nicht hin. Willst du es mal versuchen? Komm, versuch du das mal. Ich glaube, du hast das beim letzten Mal gar nicht so schlecht gemacht. Ich habe das gar nicht ausprobiert. Was denn hier und dann so fallen lässt? Ich glaube, aber so halb im Sitzen oder so. Okay. Also wie auf dem Pott. Ja. Kennst du ganz gut. Oh, fuck. Ich weiß nicht, ob ich perfekt drauf hatte. Och Mann. Och Mann. Da drauf. Ich will das eigentlich. Ja, machst du so wie ich, ganz easy. Ich traue mich nicht nochmal. Ja, musst du nicht. Ich nicht nochmal. Ich habe mir fast wehgetan, war voll gefährliche Situation. Weil Danja wieder einfach Danja ist. Ja. Körper Danja. Ich würde jetzt gerne hier noch was versuchen und dann gehen wir nochmal kurz turnen, okay? Turnen? Ja. Hopp, ist das so. Mann, ich glaube, das ging anders. Ich glaube, du brauchst mehr Schwung, Kahn. Ja? Oh. Ja? Ja, aber man muss ja hier deutlich näher dran kommen. Ja. Das schaffe ich nicht. Du hast einfach zu kurze Beine, du bist einfach zu klein. Oh. Ich schaffe das nicht. Gehen wir rüber zum Turn, komm. So. Das sieht nach meinem Geschmack aus.
Also, wir können ja hier auch ein bisschen Tour. So. Gut, ne? Das ist strong. Und dann noch den hier. Ich weiß, das ist voll easy, das bekommt jeder hin. Aber ich bin voll stolz drauf. Soll ich mal mein Rad versuchen? Ja. Kein gutes Rad. Das war sehr elegant. So, komm, ja, hör auf zu erzählen. Mach du mal. Was soll ich denn machen? Ja, mach mal was. Du musst deinen Tag hier auch verdienen. Aber... Dann ja. Steh auf. Was soll ich denn machen? Weiß ich nicht. Ich kann doch gar nicht. Ich kann eine Vorwärtsrolle. Ja, mach mal. Ich hoffe, ich tue mir dabei nicht weh. Och, dann ja. Was denn? Ich kann jetzt aber auch nicht auf den Stand, so wie du. Ja, ist doch okay. Musst du auch nicht. Yay! Ja, ist doch gut. Reicht doch. Yay! Ist gut, ne? Ja. Okay, let's go. Jetzt ist mir schwindelig. Ja, da, wir gehen jetzt noch mal abschließend für dieses Video natürlich auf die Tramp, also hier auf das Trampolinfeld. Was ist? Sag ich ruhig. Mach den Spider-Man. Mach mal. Mach den Spider-Man. Ich weiß auch schon, was kommt. Okay, Spider-Man wäre stolz. Ja, ich weiß. So stolz. Willst du nicht vielleicht die Wochenendvertretung für Spider-Man übernehmen? Nee, die Wochenvertretung. Also ziemlich gut. Ich muss sagen, Leute, wenn man hier einen ganzen Trampolinpark für sich hat, also... Ist schon Premium. Ja, ist schon Premium. Kann ich dir kurz die Kamera geben? Ja. Ist schon ein bisschen Premium, ne? Ja. Guck, ich zeig dir Spider-Man. Spider-Man auf Teilzeit. Weißt du, was ich auch immer krass finde? Was denn? Man denkt, man ist immer richtig hoch, aber ist gar nicht so hoch. Du warst schon ganz schön hoch. Ja, ich weiß. Danja, komm hier. Hier. So, Leute. Oh Gott, jetzt bin ich fast runtergerutscht. Leute. Ja? Das ist der Beginn deiner Überraschung. Juhu! Ein Tag hier im Trampolinpark und wie gesagt, das ist das erste Video. Es erwartet dich natürlich noch ein bisschen was. Und du darfst natürlich gerne auch... Ich habe auch schon eine Idee, was ich unbedingt machen will. Ich weiß. Leute, macht euch gefasst auf weitere Videos. Mal wieder hier aus dem Trampolinpark, aus einem echten Trampolinpark diesmal. Einem richtig echten, wahren, richtigen Trampolinpark. Nochmals danke an Superfly. Wie gesagt, checkt gerne die Infobox ab. Und wir brauchen jetzt kurze Pause. Ja. Und dann geht's weiter. Tschüss. Ciao. Willkommen zu einem neuen Video hier im Trampolinpark und zu... Oh, muss das sein? Ich hab dich voll erschrocken, oder? Ja, voll. Ich hab dich erschreckt, nicht erschrocken. Kann man das nicht beides sagen eigentlich? Nee, habe ich letztens auch... Interessiert überhaupt keinen. Leute, wir sind mal wieder im Superfly. Nochmals danke, dass wir hier filmen dürfen. Gerne für Infos in die Infobox. Wir spielen heute ein echtes Real-Life-Hide-and-Seek. Endlich ja, mal. Endlich. Das erste Mal hier bei It's Fantastic und auch mit dir allgemein jetzt halt so hier im Trampolinpark. Ja. Haben wir noch nie Nein, wir haben noch nie im Trampolinpark mit dir Hide and Seek gespielt. Das ist ja krass. Und im Endeffekt ist es so, wir spielen zwei Runden. Also ich suche zweimal, du suchst zweimal. Ja. Und ich bin mal gespannt, ob ich meinen Titel von Roblox verteidigen kann. Was für dein Titel? Das ja, ist, komm. Es ist nicht deiner. Nein. Du siehst aus, als wärst du gerade in der Matrix. Also vielleicht kannst du da auch gewinnen. Bin ich. Kannst Leute. Du den Matrix-Effekt hier drüber machen? Nö, mach ich nicht. Habe ich keine Lust. Ich mache einen anderen Effekt drauf. Warte, ich packe jetzt hier einen richtig guten Effekt drauf. Warte, Soundeffekt. So ein Furzeffekt. Ja, erfasst. Okay, ich warte hier unten und du darfst dich hier in der ganzen Halle verteilen. Okay? Wichtig ist, bitte mitfilmen. Ja. Let's go. Ganz kurz, Danja. Wollt ihr suchen, denn ich das Ding habe? Ja, wir können gleich tauschen. Okay. Zwei oder drei Minuten suchen? Zwei. Zweieinhalb? Zwei Minuten suchen. Let's go. Verschwinde, ich muss mich verstecken. Tschüss. Tschüss. Okay. Warte, ich geh hier hinter. Ja, geh richtig weg. Okay. Okay, er ist weg. Let's go. Verstecken wir uns mal.
würde mir gerne einen Ort aussuchen, wo er vielleicht nicht unbedingt direkt sucht. Ah, ich habe eine Idee. Okay. Weil der wird nämlich gar keinen Bock haben, hier hochzulaufen. Ich ja schon. Deshalb stecke ich mich jetzt einfach hier dahinter und hoffe, lieber hier ist nicht so Licht und so. Okay. Ich hoffe, er findet mich nicht. Kannst kommen! Okay, ich komme! Warte, wir zählen ab hier, ne? Also 2 Minuten ab. Jetzt. Okay, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Danja! Ich glaube, ich weiß, wo Danja ist. Ich wette, das erste Versteck, wo ich jetzt suche, finde ich Danja. Guck mal hier in der Ecke. Hier auch nicht. Wo bist du? Wo bist du? Hä? Hab dich! Warte! Ich schaff's sogar noch in der Zeit! Warte! Ich hab dich! Ich hab grad noch gesagt, du darfst einfach nicht aus der falschen Ecke hier hochgucken. Aber, Mann. Ich hab dich! Verdammt, nächste Runde. 1-0 für mich. Verschwinde! Ich habe jetzt 1 Minute Zeit, mich zu verstecken, ne? Es gibt kein Signal. Ich weiß, mich kann man leicht nicht so gut sehen, aber bleiben wir jetzt mal hier. So, ich bin hier ganz vorne. Und guck mal, wo kann es? Wo bist du? Ich habe halt keine Brille auf, ne? Vielleicht sollte ich die mal aufsetzen. Ich glaube, für Verstecken setze ich meine Brille auf, sonst ist es irgendwie unfair. Huch, oh je. So. Auch wenn ich dafür Zeit verliere, meine Chancen sind drastisch erhöht. Hier? Nee. Okay, ich hätte jetzt gedacht, er versteckt sich hinter der Couch. Es gibt doch hier nicht endlos viele Möglichkeiten. Verdammt. Hä? Hä?
musst doch irgendwo sein. Da, ich seh dich, ich seh dich! Ich seh dich! Und es war die letzte Sekunde, ich sehe die Kamera da. Du bist hier drin. Nee, warte mal. Du hast nur die Kamera da hingepackt, oder? Nee, doch, ich sehe dich. Mann! Wie hast du die Kamera noch gesehen? Ich bin gerade hier langgelaufen und dachte, du hast dich bestimmt hier reingeschmissen. Hättest du mich gewunden, wenn die Kamera nicht da wäre? Nee. Mann! Okay, aber war gutes Versteck, oder? War gutes Versteck, ja. Okay. Also es war ultra knapp. War wirklich ultra, ultra knapp. Es war so die letzte Sekunde gerade. Tja, dadum. Okay, eine Minute. Au! Ich leg mich einfach hier hin. Ich kann mich gar nicht sehen, wenn ich hier liege. Okay. Er könnte höchstens die Socken sehen. Aber naja. Okay, dann warten wir mal. Ich komme! So, die Zeit beginnt hier vorne dann, ja? Nur, dass du Bescheid weißt jetzt gleich. So, jetzt finde ich dich nochmal. Okay, und go! So, ich suche mal diesmal hier vorne. Ja, Dani hat sich mit. Ich wollte gerade sagen, hast du dich in der Mülltonne versteckt? Mal gucken, mal hier vorne. Nö. Wo könnte sie sich denn noch versteckt haben? Der Trampolinpark ist auch so groß, ey. Der Vorteil hier zu Roblox ist natürlich, wenn ich sie sehe, sehe ich sie, nicht wie bei Roblox, dass man durch die Kameraperspektive auf einmal nicht sieht. Hä? Wo ist sie denn? Ja, jetzt werde ich ein bisschen nervös. Hier? Nein. Nein, die Zeit ist gleich vorbei. Hä? Was? What? Warte. Nein, 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 nein. Nein! Zeit ist vorbei! Wo warst du? Nein, da wollte ich gerade suchen! Was machst du denn hier? Und hast du gesagt, erforderlich, wenn ich sie sehe? Aber ich hab dich da. Du warst, glaube ich, genau hinter. Ich hab mich dahinter gelegt. Aber du warst genau hier hinter diesem. Ja. Oh. Ey, dass ich dann ja nicht finden konnte, ne, bei dem Hide and Seek heute. Ja, gucken kann. Okay. Okay, Kahn, ich hoffe, du bist versteckt, denn ich suche dich jetzt. Wo bist du? Hallo. Schalt voll. Okay, wo ist er?
bisschen so erhöhte Position. Ich hatte mir das irgendwie besser vorgestellt. Einfach nicht. Eine Minute noch. Wohin geht denn jetzt schon wieder rum? Ich hoffe mal, der hat sich jetzt kein Versteck von mir gescannt. Kannst du deinen Blick von da nicht einfach nach da hinten machen? Nein. Hä? Warum bist du nicht einfach dahin gelaufen? Hätte ich mich da hinten verstecken sollen? Ja. Dann habe ich gewonnen, ne? Hab ich gewonnen, ne? Mann! Den also, Leute. Leute, dieses Hide-and-Seek werden wir definitiv noch nachholen, in einem weiteren Superfly bestimmt. Wo ich wieder gewinnen werde? Nein, diesmal nicht. Nein, diesmal nicht. Leute, okay, ich gebe es zu. Daniel, du hast das XXL Hide-and-Seek heute gewonnen. Danke. In Real Life. Ja, hab ich auch. Aber freu dich nicht zu lange. Ich glaube, das wird nicht ganz lange dauern, bis ich meinen Titel wieder zurückbekomme. In Real Life. Was für dein Titel? Das ist mein Titel. Tschö. Tschö. Wir sind mal wieder hier im Trampolin Park im Superfly. Gerne Infobox abchecken, ihr wisst Bescheid schon. Danja. Ja, war wieder klar. Es war wieder klar. Leute, zeitgleich geht eigentlich das gleiche Video, also fast das gleiche, bei Danja online. Und zwar werden wir heute hier im Superfly unseren eigenen Ninja-Parcours aufbauen. Bei Danja auf dem Kanal wird sie einen für mich bauen. Und ich werde jetzt einen für Danja bauen. Und dann gucken wir mal an, ja, wer welchen besser macht. Wir werden das hier auf der Fläche so ein bisschen machen. Ja. Und ihr werdet das jetzt ein bisschen im Zeitraffer sehen und danach könnt ihr sehen, wie Danja mein Parcours machen wird. Das ist das Wichtige. Vielleicht mache ich meinen auch noch, aber das ist was anderes. Und Danja macht einen für mich. Ganz wichtig, wir dürfen jetzt einmal hier diese Schaumstoffkisten dafür benutzen. Aber Danja, ihr macht das bitte nicht, wenn ihr hier seid. Wir dürfen das nämlich nur machen, weil wir hier alleine sind, eine Drehgenehmigung haben und ein Unterhaltungsvideo machen. Sehr gut erklärt. Oder? Ich kann mich auch mal kurz fassen. Let's go! Thank you.
Danja! It's my time to shine! Ja! Wo fange ich denn an? Also, wir fangen auch hier an. Ja. Hier musst du rüberspringen. Okay. Rüberspringen? Ja, rüberspringen. Bist du ein bisschen verrückt? Ja. Komm noch rein. So, hier durchkrabbeln. Okay. Na? Das war von dir, das kommt einmal kurz weg. So, hier musst du versuchen drüber zu springen. Beziehungsweise daneben zu springen und das grüne Teil mitzunehmen. Alter, du weißt schon, wer ich bin, oder? Ja, ich weiß. So, hier nimmst du bitte einmal das und machst alles kaputt. Okay. Hier wieder rüberspringen. Ja. Und hier nimmst du dir, hast du 4 Versuche für 4 Kästchen. Für 4 Würfel, sorry. Was soll ich werfen? Also du sollst das damit abwerfen. Hier nimmst du dir die 4 und versuchst diese 4 abzuwerfen. Ich habe keine Brille auf. Ja, das ist mir egal. Alter. So, es ist ein Parcours. Aber wie gesagt, es geht ja auch ein bisschen um den Aufbau und um den Parcours. Und wir haben das ja bei Danja auch schon gemacht, beziehungsweise bei Danja zeigt, ich schaut auf jeden Fall auch mal vorbei, bitte. Echt mal. So. Und falls du nicht zu viel kaputt machst, mache ich meinen Parcours auch noch. Ich weiß doch nicht, wie ich da rüberspringen soll. Mach es einfach. Oh Gott. So, 3, 2, 1 und go. Stark. Ich komme hier nicht rüber. Was ist das denn? Versuch es. Nein, du versuchst das jetzt. Du schaffst das. Du musst aber richtig Anschwung nehmen. Ich fall voll auf die Kuh. Nein, wirst du nicht. Trau dich doch jetzt mal. Boah, nee, ich komm doch gar nicht. Ja, okay, dann lass es. Das zählt. So, krabbeln funktioniert. Ja, oh. Super. Ah. Machst dir meine ganze Dings kaputt. Die Körper dann ja. So, jetzt hier daneben springen und grün mitnehmen. Achso, okay. Ja, klasse. So war es nicht gedacht, aber okay. So. So. Aus deinem Inventar. Kaputt machen. Sehr gut. So. Hier wieder drüber. Du hast doch Flagge. Ey, du bist so schlecht. Du bist so schlecht. Okay, jetzt schnapp dir diese 4 Sachen noch. Ja. Und versuch zumindest das hier abzuwerfen. Okay. Stark. Stark. Ja. 1, 2. Ja. Okay, 3 zumindest von 4. Du hast knapp über eine Minute gebraucht. Wie fühlt sich das an? Na, schon schlecht. Guck mal, du hast meinen ganzen Parcours auseinandergenommen. Wie soll ich das denn jetzt noch machen? Komm, wir bauen ihn schnell wieder auf. Gut. Ja, okay, dann lass es. Die Krabbeln funktioniert. Ja, super. Machst dir meine ganze Dings kaputt. So, jetzt hier daneben. Kommentar. Kaputt machen. Ah! Hier wieder drüber. Ey, du bist so schlecht. Okay, jetzt schaff dir diese 4 Sachen noch und versuch du mit das hier abzuwerfen. Okay, 3 zumindest. So, das will ich jetzt aber sehen, okay. Wie du jetzt da drüber hüpfst. Ja, okay. Guckst du auf die Uhr? Ja, ja. Ja, das tut schon, keine Sorge. Okay? Warte. Los! Okay, sehr gut. Krabbeln. Krabbeln, krabbeln, krabbeln. Warte. Guck mal jetzt, wie ich es gedacht habe. Das hat richtig gut funktioniert. Ja, ich wollte so mitnehmen. Ach so. So, schnapp ich okay, mir. Okay, jetzt hier Smash. Oh. Wow. Auf die Knie. 3 von 4 hast du getroffen. Und wie viele Sekunden? Warte. 35. Sehr gut. Ja, Leute, das war mein Parcours für Danja.
war ein bisschen zu schwer für dich, oder? Ja. Aber hast du trotzdem gut gemacht. Dankeschön. Besonders das Krabbeln. Ja, wir haben auch voll viel Spaß gemacht. Leute, wir haben meinen eigenen Parcours hier zweimal aufgebaut. Einmal bei Danja und bei mir. Also checkt auf jeden Fall auch Danjas Video ab. Und wir brauchen jetzt erstmal eine Pause. Ja. Leute, nochmal vielen Dank an Superfly, dass wir hier drehen durften, beziehungsweise hier drehen. Ich sag erstmal tschö. Tschö. Ballerina. Ich kann richtig coole Tricks. Yay! Mama, guck doch mal. Ich kann voll hoch. Du guckst ja gar nicht. Guck her jetzt. Okay. Ich schaff das. Guck hin. Du hast gar nicht hingeguckt. Könnt den ganzen Tag hier chillen im Trampolinpark. Ich meine, ich muss gar nicht aufs Trampolin, es reicht doch hier. Das ist super gemütlich, fast so gemütlich wie mein Bett. Wobei, das ist sogar viel besser. Oh, au. Okay. Ich mache jetzt einen Salto. Pass auf, ich mache wirklich einen Salto. Das war ein Salto, oder? Das war ein richtiger Salto, oder? Haben das alle gesehen? Das war ein Salto, oder? Okay, ich mach das nochmal. Oh mein Gott, so krass! Ich geh zu Olympia! Okay, also auf dem Trampolin war vielleicht noch nicht ganz perfekt, aber hier kriege ich es hin, wirklich. Okay, zugucken. Guck zu uns und lernt. Salto. Tada! Ich kann nicht mehr. Ich bin kaputt. Wir sind schon 20 Minuten hier. Weißt du, wie krass das eigentlich ist? Ja, ich weiß, ich soll mich nicht hier hin. Okay, ich leg mich woanders hin, okay? Boah. Warum ist das immer so anstrengend hier im Trampolinpark? Ich bin immer kaputt nach 10, 15 Minuten, aber hey, so ist das doch, wenn man im Trampolinpark ist. Man ist einfach nur kaputt. Wer macht das nicht? Kaputt sein. Das traue ich mich nicht. Doch, locker. Mann, ich will doch, wir machen das jetzt. Komm. Ich will aber nicht. Doch, komm, wir machen das. Warum musst du aus alles immer so einen Wettbewerb machen? Wir machen Wettbewerb daraus. Wer schneller ist, bekommt Adopt Me Woodland Eggs. 10 Stück. Ey, guck mal, wir sind heute einmal bei. 10 Stück. Stopp, wir sind an. 20 Stück. Guck mal, wir sind bei meinem Geburtstag jetzt einfach hier und ich möchte einfach nur den Trampolinpark genießen. Nein, ich kann das doch nicht. Das ist ein Spiel von dir, aber warum läufst du denn nicht einfach da drüber? Mann, du forderst mich immer heraus, ich kann das nicht. Jetzt. Mach du! Du musst auch alles im Wettbewerb machen, oder? Ich weiß nicht, ob das drin ist. Aber wahrscheinlich schon. Ich schaff das jetzt. Wie ist vorbei? Och Mann! Ich hab doch gerade erst angefangen. Ist meine Sprungzeit jetzt schon vorbei? Oh, bitte. Das war doch gerade meine Stunde. Bitte, noch ein bisschen. Oh, toll, ja, ich komm ja. Ich muss hier erstmal runter. Oh Mann, immer ist alles so schnell vorbei. Mann! Okay, also ihr wisst ja, ich bin der Profi, also guckt mir hier zu, okay? Mir, einfach alle Augen auf mich, okay? Ich mach das jeden Donnerstag dreimal.
und dienstags. Deshalb schaffe ich das im ersten Anlauf ohne Probleme. Ich habe so eine Zerrung hier von letzter Woche Donnerstag, wo ich da in einem Sprung mit dem einen Bein hochgesprungen bin. Deshalb, aber es wird schon. Mann, leg mich doch nicht ab! Ich bin hier am Springen, deine Schuld! Hör doch auf, von deinem Handy zu sein, das lenkt mich übelst ab! Okay, jetzt aber. Ja, ich habe heute Morgen meinen Müsli-Riegel nicht gegessen, deshalb klappt das nicht. Ich mach das jetzt! Wofür bin ich sonst hier? Nein, ich möchte nicht. Ich mach das jetzt. Ich werde allen beweisen, dass ich der Beste bin. Let's go! Rappa! Ich bin nur dafür da. Ich brauche hier nicht rumspringen. Ich brauche nur das. So, noch 10 Mal. So macht man das aber nicht richtig. So macht man das. Ja, nö, ich bin voll lange hier. Du hast keine Ahnung davon. Man muss so springen. Und nicht nur immer so. So, das ist nicht richtig. Ja, ich mache das schon voll lange. Ich mache das schon seit Jahren. Ja, ich bin schon richtiger Experte. Ich bin Profi. Ich bin Profi. Guck mal, so springt man. So, meine lieben Leute, das waren die 10 Dinge, die jeder eigentlich im Trampolinpark macht, oder? Eben nicht machen sollte. Nicht, macht's ja, nicht. Aber man macht es trotzdem automatisch, finde ich. Du vielleicht. Ja, du doch auch, hallo? Du machst das auch. Also, gewisse Sachen sollte man vielleicht nicht machen, aber gewisse Sachen macht man einfach. Ne? Weil das halt so im Trampolinpark ist. Zum Beispiel, man nimmt sich vor, einfach die ganze Zeit durchzuspringen und man ist schon nach 10 Minuten kaputt. Das Gefühl kenne ich. Das ist mein Leben. Leute, das war jetzt das letzte Video hier bei mir, zumindest aus dieser Videoreihe hier aus dem Trampolinpark. Erstmal, natürlich wird da definitiv noch was kommen. Nochmal danke an Superfly, dass wir drehen durften. Schaut gerne in die Infobox nochmal rein, schaut gerne bei Danja rein. Also diese Woche, seit Donnerstag, sind ja echt viele Videos online gekommen. Checkt die gerne alle ab. Ne? Und dann, Danja. Tschö. Tschö.